Ja, und jetzt beginnen wir mal mit den Fakten, mit dem, was wir wissen. Ein ärmliches Bauernhaus in Treschklingen bei Rappenau im nördlichen Teil des Großherzogtums Baden am Morgen des 3. November 1844. Schon wieder bloß ein Mädchen, murmelte Christoph Schober bitter, als er seine Nachbarin Barbara Stunz endlich das Ergebnis des stundenlangen, qualvollen Ringens seiner Ehefrau präsentierte. Anstelle einer Hebamme hatte die Stunz in der Gebärenden schon seit dem frühen gestrigen Abend aufopferungsvoll beigestanden. Doch die messerscharfen Wehen, die ihr den ganzen Unterleib zu zerschneiden schienen, hatten Christina Schober an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. So schlimm war noch nie eine Geburt bei ihr verlaufen. Kurz vor Tagesanbruch war die Nachbarin deshalb drauf und dran gewesen, den Vater nach dem Pfarrer zu schicken. Nur ein neuerlicher Schmerzensschrei hatte sie davon abgehalten und ihre ganze Konzentration für die Leidende eingefordert, deren Körper sich auf der mit Stroh gepolsterten Bettstatt qualvoll krümmte. Nach diesen dramatischen Minuten, in denen sich die Mutter und ihr ungeborenes Kind auf der Schwelle zwischen Leben und Tod befunden hatten, war es wie durch ein Wunder doch weitergegangen. Es ging voran, in winzig kleinen Schritten, zwar nur in den Anbetracht der vielen Stunden natürlich viel zu langsam, aber immerhin, es konnte noch zu einem guten Ende kommen. Hoffentlich war die Schoberin unter den Schmerzattacken nicht verrückt geworden. Das war nicht ganz ausgeschlossen. So panisch, wie sie dreinschaute, die eigentlich blauen Augen, blutunterlaufen, weit aufgerissen, dazu ihr schweißüberströmter Kopf, die zusammengepressten, aufgebissenen Lippen, die kaum noch menschlichen Laute aus ihrer Kehle. Es wäre nicht die erste im Dorf, deren Seele den Höllenqualen einer viel zu lange dauernden Niederkunft zum Opfer gefallen wäre. Am Ende freilich war alles gut gegangen, Mutter und Kind wohlauf. Wohlauf, wie man das halt immer so daher sagte. Die Mutter zwar auf den Tod erschöpft, aber am Leben und allem Anschein nach im Kopf auch klar geblieben. Das Kleine genauso müde und schwach, aber ebenfalls lebensfähig. Eine Tochter, die sie Margret nannten, wieder bloß ein Mädchen. Und das kann man ja nicht oft genug betonen, noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, in der kleinbäuerlichen Welt, auch bei uns im Land, war ein Mädchen zweite Wahl. Die Bauern, die brauchten Söhne, die brauchten Kerle, die ihnen auf dem Acker geholfen haben oder im Stall oder sonst wo, aber Mädchen. Es hat die zum dritten Mal wieder bloß ein Mädchen zustande gebracht. Also solche fürchterlichen Ausdrücke gab es immer wieder. Ich habe das auch oft genug bei meinen Lesungen selber gehört, dass es früher tatsächlich so war. Und mehr als einmal ist es sogar passiert, dass der Bauer seine Frau mit den drei nicht willkommenen Mädchen dann einfach vom Hof gejagt hat. Dabei wissen wir mittlerweile durch die Erkenntnisse der modernen Biologie, dass für das Geschlecht des Kindes die Väter zuständig sind. Der hat sich also praktisch selber einen Arschtritt verpassen müssen, das hat er aber natürlich nicht gemacht. Also insofern war ich schon froh und dankbar, dass vor einigen Jahren endlich mal die Richtige den Friedensnobelpreis bekommen hat, die Malala, für ihren Kampf für Mädchen und für Frauenrechte. Aber wie gesagt, auch bei uns war das vor einigen Jahren noch durchaus üblich. Deshalb müssen wir nicht unbedingt jetzt den Kopf schütteln über die Zustände in der dritten Welt. Die müssen wir deshalb nicht gut finden. Aber sowas gab es auch bei uns. Und die Kinder aus armen Familien hatten keine Chance, überhaupt keine, um ihre soziale Schicht zu durchbrechen. Gut, es gab bei uns die allgemeine Schulpflicht früher als in vielen anderen Ländern in Deutschland. Und das war die Chance natürlich, für den einen oder anderen vielleicht doch die Schicht durchstoßen zu können. Für die Buben, die Mädchen, wie gesagt, hatten keine Chance. Und bei den Buben, da musste es auch einer sein, der besonders schlau war. Und selbst das hat noch nicht gereicht, sondern der brauchte dann noch einen Förderer, den Ortsadligen, den Pfarrer, den Lehrer oder den Bürgermeister. Und trotzdem hat sich auch die Margret auf ihren ersten Schultag gefreut. Nach Ostern, damals ist mir noch Ostern eingeschult worden, Dienstag nach Ostern 1851, ein großer Tag, ihr erster Schultag. Nur mitten in der Nacht war Margret aufgewacht und konnte vor lauter Aufregung nicht mehr einschlafen. Unruhig wälzte sich im Bett umher, hätte dabei fast noch ihre Schwester Elisabeth aufgeweckt, die am anderen Ende des Bettes friedlich schlief. Dann endlich das laute Kikeriki, mit dem der Hahn vom Misthaufen herunter seinen Morgengruß in alle Winkel des Dorfes schmetterte und augenblicklich seine dutzendfache Antwort erhielt. Das Signal zum Aufstehen, endlich. Schulbeginn morgens um 7, pünktlich. In dieser Hinsicht kannte der Herr Lehrer kein Pardon. Wer auch nur einen Wimpernschlag später durch die Tür schlüpfte, der hatte ein Problem. Mädchen und Buben gleichermaßen.
Das Ritual war immer dasselbe. Der ohnehin strenge Lehrer runzelte erst verdrießlich die Stirn, dann rückte er den Zwicker auf seine Nase penibel zurecht, kniff die Augen zusammen, fixierte seinen Delinquenten streng. Schober, nach vorne kommen, sofort. Wenn sich der oder die Unglückliche mit tief gesenktem Kopf aus der Schulbank quälte, griff der Lehrer bereits zum Tatzenstock. Dabei handelte es sich sehr zum Leidwesen der Schüler um eine äußerst stabile, aber dennoch biegsame Haselnussrute. Linke Hand ausstrecken, Handfläche nach oben. Kaum war der Befehl erteilt, da schwirrte auch schon die Rute durch die Luft und landete klatschend auf den Schülerhänden. Aua! Ein solcher Aufschrei war der nächste Fehler. Denn im Lauf der Monate und Jahre, jedenfalls viele Tatzen später, waren sie zur Erkenntnis gelangt, dass ein Schmerzensklau den Lehrer nicht besänftigte, sondern eher zu noch kräftigeren Hieben anstachelte. Nach dem fünften Stockstreich war dann üblicherweise das erste Etappenziel der pädagogischen Besserungsmaßnahmen erreicht. Es folgte Teil 2. Du schreibst jetzt heute Mittag 100-mal in dein Heft, in die Schule muss ich pünktlich kommen. Morgen früh unaufgefordert vorzeigen. Aber Herr Lehrer, mein Vater, ich muss heute Mittag nach der Schule, morgen früh den Satz 100-mal und zwar in Schönschrift, Sätzenschober. Wie dem Schüler, der die Strafarbeit am nächsten Morgen nicht vorzeigen konnte. Die Folge waren neue Tatzenhiebe, jetzt gerne auch auf das blanke Hinterteil. Im Marklets Fall war es nie das zu spät kommen, sondern vielmehr ein verzweifelter Kampf mit der Rechtschreibung, in sie wieder einmal nach vorne an die Schiefertafel kommen musste und mit der weißen Kreide diese Worte schreiben musste, die ihr der Lehrer rasch diktierte. Nämlich, schrieb man das jetzt Mitte oder, es ging gleich weiter, Grundherrschaft mit einem R, aber Rappenau, aber wie buchstabierte man Kartoffelsack? Wahrscheinlich mit einem F und zweimal G, so wie man das halt aussprach in Dreschklingen. Alles drehte sich in Margrets Kopf und die nächste Tatze war somit unvermeidlich geworden.